Salis. Kriegsspeer von Salis. Oh, keine Ahnung. Hey, let's go! Let's go! Alter, ich treffe heute aber auch alles. Bloß nicht das, was ich treffen möchte, Alter. So, dann brauchen wir noch mal einmal Tierblut. So, dann können wir jetzt abgeben. Hey, yo. Gut gemacht, Hidwell. Ihr kämpft nicht schlecht. Was meint ihr? Schließen wir uns für das nächste Mal, müssen wir uns das zusammen, was als nächstes kommt? Ist gut, ist gut. Bis zum nächsten Mal. Hey! Ihr habt das Zeug, um die Farbe herzustellen? Ich habe das zwischenzeitlich ein paar Rüben eingesammelt. Gut, lasst uns los. Hey, ihr habt Blut mitgebracht. Ich schätze, ich hätte mich erstmal selbst umschauen sollen, bevor ich euch gebeten habe, mir etwas Rotes zu bringen. Also wirklich, die verwendet sich wieder zu Zutaten, das verstopft die Blütenblätter, mischt dann etwas Blut dazu. Fängt also kichern. In Ordnung, wir sehen uns. Okay. Mit den Rüben, der mit der Rübe tanzt. Und Göchern hat mich immer im Auge. Das heißt, also so weit komme ich nicht von hier weg. Liegt wohl an euch, diese Rüben, ich meine natürlich Karotten, zum gewundenen Gewürz zu bringen und für mich abzuliefern. Das sollte nicht schwer sein. Werft einfach Gemüse vor ein paar Lehren und seht euch die Reaktion an, wenn sie herausfinden, dass sich das in Wirklichkeit um eine Rübe handelt. Was? Ihr geht schon? Also, habt ihr Geschichten zu erzählen? Baumutter. Wir haben uns jetzt um die Alpha-Männchen gekümmert. Jetzt geht es um die Alpha-Weibchen. Shen-Ninger sind nicht besonders wählerisch, wenn es um Fortpflanzung geht, aber oft gibt es eine dominante Mutterfigur, die normalerweise größer, fieser und zäher als alle anderen. Wisst ihr, ich hätte nichts dagegen, eine Fähigkeit bei der Braumutter in Probe zu stellen, aber ich kann nicht mit gemeinsam mit euch kämpfen. Reist gut. Die Beschützer. Ihr und dieser Shen seid gute Leute. Da ich mir gegen diese Schändling zu helfen, bitte ich nicht um gerne um Gefallen, aber ich lehne euch keinen ab. Wenn ihr dabei seid, die Karnickel-Männer zu ärgern, könnt ihr dann auch noch ein paar Kopfsäckchen ausschalten. Bin mir ziemlich sicher, dass die letzte Nacht davon mitgehen lassen. Benutzen bestimmt als Kisten. Bis dann. Jo, kein Ding.
Ich. Ja. Entschuldigung, dass ich gerade so absolut versunken im Kopf. Jetzt brauche ich noch drei, ne, zwei. Perfekt. Machen wir uns auch kurz die Teepflanze hier. Und dann gehen wir die Quest ab. Ich habe genug davon, diese Shellings zu sagen, sie sollen sich von meinem Land fernhalten. Bis bald. Danke sehr, der Herr. Sie sind ein wahrer Kavalier. Bis dann. Braut sich was zusammen? Das sollte die Shellings zumindest für ein paar Wochen in Schach halten. Genug Zeit für drüber ungestört ein paar Bierchen zu bräuen. Und gehört das einfach nicht zum wichtigsten Ding im Leben? Möge eure Reise lang sein. Muhahaha. Ich liebe es, Schädling zu ärgern. Und nehmt mich mit. Ihr seht ein wenig ausgetrocknet aus. Ich würde sagen, wir haben unsere Belohnung verdient. Ich kann es kaum erwarten, etwas zu kosten, das Trüblein gebraucht hat. Bringt neue Geschichten mit. Trübtrunk, das ist ja fantastisch und stark. Danke.
Die meisten Leute hier finden es besser als alles, was diese Brauerei Sturmbräu so herstellt. Habt ihr gerade Brauerei Sturmbräu gesagt? Ihr kennt noch mehr Sturmbräus hier in Pandaria? Aber natürlich! Sie sind die größte Braufamilie im ganzen Tal. Eine Brauerei. Meine Familie. Mein Stammsitz. Moment mal. Ihr seid ein Sturmbräu? Ja, das bin ich. Sagt, wo ist diese Brauerei Sturmbräu? Ich muss sie mit eigenen Augen sehen. Einfach nur hier die Straße entlang, aber... Bin schon unterwegs. Lili, du bleibst hier. Ich hole dich später ab. Versprichst du mir, keine Dummheiten zu machen, während ich weg bin? Ich, ja, natürlich. Meinetwegen. Er hat mich tatsächlich mit diesem seltsamen Trüb-Typen zurückgelassen. Wow. Was gibt's? Ich weiß, dass Onkel Chet zurückkommt. Ich mache mir da keine Sorgen. Das ist vielleicht sogar meine größte Chance, endlich Pandaria zu erkunden. Kein fitter Onkel mehr, der mich im Nacken sitzt. Tschüss. Okay. Onkel Shen bat mich, während seiner Abwesenheit keine Hilfe erstreckt zu lassen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht Erkundungstour gehen kann. Endlich meine Gelegenheit, mich mit Pandaria umzusehen, ohne alle 47 Schritte eine Pause machen zu müssen. Wollt ihr mich begleiten? Ich wette, wir können ein ganz paar Leute aufsuchen, die nicht allzu weit weg sind. Was? Ihr geht schon? Hallo? Schlammiges Wasser. Da ich gerade nichts Besseres zu tun habe, kann ich euch immer genauso gut mein Bierverbrauchsverfahren vorstellen. Ist eigentlich gar nichts großes Verfahren. Ich vermische einfach den ganzen Kram und warte. Ich habe sicherlich schon gehört, dass schlammige Wasser vom Flussufer im Süden benutze. Würdet ihr die Piole mit Wasser füllen und zurückbringen? Ich hole inzwischen halt den Hopfen unter die Gerste. Klar. In Vorsicht mit der Fiole. Sie ist ein wenig undicht. Okay. Ja gut, ich sag dann erstmal für heute erstmal Schluss. Also ich mach dann für heute erstmal Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann. Bis denn, tschö, tschö und auf Wiedersehen.